Wie starte ich überhaupt mit dem Häkeln? Dazu ist es wichtig zu wissen, wie du den Faden um die Finger spannst und wie du überhaupt bei der Luftmaschenkette mit dem Knoten startest. Den hast du vielleicht schon mal als Kind gelernt. Dazu nimmst du mal einen Faden und lässt ein bisschen vom Beginnfaden überstehen. Wickel ihn um deine Finger und bilde ein Kreuz. Jetzt holst du den langen Faden durch die Schlaufe. Halte Beginnfaden und den Restfaden mit deinen Fingern zusammen und ziehe an dem langen Faden. Jetzt bildet sich deine kleine Schlaufe. Um den Faden auf deiner Hand zu spannen, führst du den Faden von der Handinnenseite zwischen kleinen Finger und Ringfinger auf den Handrücken. Jetzt wird der Faden 2 bis 3 Mal um den Zeigefinger gespannt. Um dann gleichmäßig häkeln zu können, muss die Spannung zwischen der Nadel und dem Zeigefinger passen. Ist der Faden noch zu locker, kannst du den Faden noch einmal um deinen Zeigefinger führen. Halte den Beginnfaden mit Knoten fest und spanne den Faden, indem du den Finger ein bisschen nach hinten streckst. Jetzt kannst du den Faden durch die Schlaufe ziehen und deine Luftmaschen häkeln. Wenn der Faden zu knapp wird, kannst du den Faden einfach nachspannen. Um die Spannung richtig halten zu können, greifst du bei deiner Luftmaschenkette nach und nach oben. Das ist der Beginn des Häkelns.